Ein Kameramann hat ja auch immer seine ganz eigene Handschrift. Bei Nosferatu ging es aber um die perfekte Kopie der Handschrift eines anderen. Wie war das für Sie? Nee, das ist meine Handschrift. Aber diese Handschrift hat sich angeglichen an dieses Drehbuch und an die Ideen, die der Herzog auch hatte und an etwas, was wir gemeinsam entwickelt haben. Die Nosferatu-Fassung von Werner Herzog lehnt sich ja an das Original von 1922 an, auch bildlich. Wie haben Sie als Kameramann diesen Bezug gestaltet? Es gibt ein paar Bilder in dem Original, die bleiben einfach hängen. Wenn man ein visueller Mensch ist, dann wird man das sein Leben lang erinnern. Zum Beispiel die Salzspeicher in Lübeck mit dem Riesenschatten von Nosferatu. Da konnte ich nicht umhin, das sieht einfach ähnlich aus, weil es ist genau dieselbe Wand, dieselben Speicher, dieselben Gebäude. Es ist Nacht und das ist wahrscheinlich ähnlich. Aber ganz viele andere Sachen, wir haben andere Motive, wir haben ganz andere Menschen, kann ich nicht behaupten, dass das in irgendeiner Weise eine Kopie ist. Sie haben ja nicht nur für diesen, sondern auch für andere Filme mit Werner Herzog zusammengearbeitet. Was bedeutet Ihnen diese Zusammenarbeit? Die war ganz bedeutsam, die hat mich geprägt und mein gesamtes Leben, also meine Filmografie, ist ganz entscheidend davon abhängig geworden. Vielen Dank.